Ich wurde nochmal gebeten zum Thema Chemie. Na, Chemie, und zwar das Ausgleichen. Ausgleichen bei Reaktionen. Ausgleichen nochmal zu behandeln. Und zwar hat es folgenden Hintergrund. Ich gehe mal von einer anderen Erklärung ran. Ich muss nochmal schnell erinnern, alle Stoffe bestehen letzten Endes aus Atomen. Wenn sich Atome zusammenschließen, wie zum Beispiel der Wasserstoff, der nur ein Proton und auf seiner äußeren Hülle nur ein Elektron hat, dann ist jedes, bis auf Edelgase, die achte Hauptgruppe im Periodensystem, dann ist jedes Element irgendwie bestrebt, irgendwie entweder auf die allererste Schale zwei Elektronen zu bekommen, beziehungsweise auf die äußere Schale acht Außenelektronen zu bekommen. Edelgase haben alle acht Außenelektronen auf ihrer äußersten Schale, so groß wie sie auch sein mögen. Und deswegen haben die Edelgase, sind die so edel und reagieren mit niemandem. Jetzt gucken wir uns hier Wasserstoff an und ich mache ja gerne Menschen draus. Machen wir hier mal zwei Wasserstoffmenschen. Die schweben da zufällig in der Landschaft rum und da sagt das eine Wasserstoffatom: Ach ja, ich hätte gerne noch zwei Außenelektronen. Wieso, sagt der andere, du bist doch bekloppt. Wir brauchen doch bloß zwei. Naja, ich meinte ja zwei. Ja, weißt du was? Wir machen mal Folgendes. Wir rücken mal näher aneinander heran, also wir beide, und machen Folgendes. Unsere Atomkerne lassen wir, die sind ja sowieso so ärmlich ausgestattet, und wir rücken so nah aneinander heran, dass mein Elektron praktisch mit in deine Elektronenbahn reinspielt, dann hast du scheinbar zwei und ich habe scheinbar zwei Außenelektronen. Habe ich das so ausreichend einigermaßen erklärt? Ich mache das jetzt mal mit dem Beispiel ja, Natrium und Chlor. Natrium hat 11. Ich mache das jetzt mal mit 11 plus, das geht leichter, bevor ich hier 11 Kringel reinzeichne. 11 Protonen, das heißt, auf der ersten Schale hat es zwei Elektronen. Demzufolge, von den 11 zwei abgezogen, bleiben noch 9 übrig. Auf der nächsten Schale laufen 8 Elektronen. E minus schreibt man die auch. Und auf der letzten Schale schwirrt ein einzelnes Elektron außen herum und Natrium sagt: Ach Mensch, dieses blöde Außenelektron, das stört mich eigentlich. Irgendwie stört mich das. Weil hätte ich das nicht, hätte ich 8 auf meiner äußersten Schale. Gut, das sieht zwar dann ein bisschen blöde aus, dann würden alle sagen, sag mal Natrium, dir fehlt ja ein Elektron. Dann fragt er die anderen, woher wisst ihr das? Na, du bist ja positiv geladen, denn deine positiven Ladungen aus dem Kern werden ja dann nicht mehr von den anderen Elektronen, von den negativen Ladungen aufgehoben. Da fehlt ja dann eine. Das ist mir egal, sagt Natrium. Mir geht es dann aber besser. Kommen wir zu Chlor. Chlor hat die Ordnungszahl 17. Das heißt, 17 Protonen. Erste Schale 2 Elektronen. Zweite Schale 8 Elektronen. Und jetzt geht's los. Jetzt haben wir 2 und 8 sind schon 10. Das heißt, auf der äußersten Schale schwirren nur 7 Elektronen um das Chloratom herum. Jetzt ist Chlor auf seine Art auch todunglücklich und sagt: Ich hätte aber gerne 8. Wenn Chlor und Natrium zufällig zusammentreffen, die können sich echt gut ab. Wenn die zufällig zusammentreffen, sagt Natrium: Du, weißt du was, mein blödes Außenelektron, das will ich gar nicht haben. Und Chlor sagt: Ha, und ich hätte gerne noch eins. Weißt du was, wir schließen uns so ähnlich wie die Wasserstoffe das immer machen, so schließen wir uns zusammen. Du kommst so nah an mich heran, dass dein Außenelektron mir mitgehört und hast damit auf deiner Schale, auf deiner äußersten Schale Ruhe. Da hast du nichts mehr. Ich übernehme das. Jetzt bist du dadurch aber positiv geladen. Und wenn ich dein Außenelektron zu viel habe, ich habe nämlich nur 17 Protonen bei mir im Kern, dann bin ich negativ geladen. Aber du weißt ja, das macht nichts. Dadurch halten wir gut zusammen. So muss man sich diesen Quatsch als Menschen vorstellen. Das könnte ich jetzt noch mit beliebigen anderen Atomen machen. Ich verweise nur aufs Tafelwerk. Da ist ja in der ersten Hauptgruppe, sind ja zum Beispiel Wasserstoff, Lithium und Natrium so die ersten Vertreter in der ersten Hauptgruppe. Natrium, Kalium und so weiter. Möchte ich jetzt gar nicht ausführen. Die haben nämlich alle nur ein Außenelektron. Also auf der äußersten Schale. Lithium hat
Die Ordnungszahl 3 hat demzufolge diesen Aufbau, hier ist sein Kern, dreimal, zwei schwirren hier rum und wieder ein Außenelektron. Natrium hatte ich gerade eben gezeigt und bei Kalium ist es ähnlich. Und Wasserstoff, das ist das ärmlichste Element. Das hat nämlich auf seiner innersten Schale, wo es gerne zwei hätte, ja, blöderweise nur dieses eine kleine Elektron. Und so weiter und so fort. Das kann man sich dementsprechend durch Auszählen der Ordnungszahl letzten Endes runterrechnen. Ich könnte das gleich auch mit der siebten Hauptgruppe machen, aber ich gehe mal auf die achte Hauptgruppe ein, die eigentlich insofern interessant und uninteressant ist. Denn jetzt nehmen wir mal das einfachste, Helium. Das ist ein ganz einfaches Edelgas. Helium hat folgenden Zustand. Das hat zwei positive Ladungen, Protonen im Kern und hier raus, hier außen schwirren zwei Elektronen. Das heißt, das ist total zufrieden, deswegen brennt Helium auch nicht. Das nimmt man am besten als Füllgas für Ballons. Damals, als die Zeppeline geflogen sind, hatte man sich gesagt, nee, Helium ist zu teuer, da haben sie Wasserstoff genommen, dass in Lakehurst 1929 dann dieser große Zeppelin abgestürzt ist, war auch eine Folge davon. Jetzt egal, welche Ursachen sonst noch kommen. Das gleiche könnte ich jetzt mit Neon, Argon, Krypton und so weiter machen und würde immer wieder sehen, die anderen haben 8 auf der Außenschale. Die siebte Hauptgruppe, dazu gehört Fluor, Chlor und so weiter, also Fluor, Chlor und so weiter, die haben alle 1 zu wenig. Und jetzt lassen wir mal ganz einfach aus irgendwelchen Hauptgruppen irgendwelche Elemente miteinander reagieren. Ich werde dann hier vielleicht nochmal drauf kommen. Wir nehmen nochmal unser einfaches, liebes Natrium und das trifft auf unser Chlor. Chlor, weil es so unglücklich ist, Chlor ist ja eigentlich ein Gas, unglücklich darüber, dass nämlich ein Außenelektron fehlt, macht es so ähnlich wie Wasserstoff und schließt sich zu Molekülen zusammen und schwirrt praktisch als Cl2-Moleküle durch die Gegend. Also zwei Atome Chlor haben sich verbunden und sagen, naja, es ist kein guter Zustand, aber es ist besser als gar nichts. Wir schwirren als Pärchen durch die Gegend, aber sobald sich eine Möglichkeit bietet, wenn zum Beispiel Natrium vorbeikäme, wunderbar, dann werden wir diese Zweckehe mal schnell wieder lösen. So, die beiden reagieren zu Natriumchlorid. Wir müssen erstmal gucken, jetzt gucken wir nach und sagen, wie haben die reagiert? Wer hat hier was, wem fehlt was und so weiter. Wir gucken im Periodensystem nach und sehen, Natrium steht ja, ist ja einwertig. Ich schreibe mal einwertig dazu. Einwertig sagt man auch, beziehungsweise wir wissen ja, dass dahinter steht, Natrium hat ein Außenelektron zu viel. Chlor ist auch einwertig. Demzufolge, es fehlt nämlich ein Außenelektron, kann ich das so hinschreiben. Man schreibt als Chemiker nicht Na1Cl1, das macht man nicht. Ich werde das mal gleich durchstreichen hier, aber ich lasse das mal stehen, nur zur Erinnerung. Das schreibt man nicht. Wenn nur Na da steht, so ähnlich wie wir nicht schreiben ein X, sondern bloß X. Wenn nur Na da steht und nur Cl da steht, dann heißt das, von jedem Atom ist 1 da. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir müssen es als Reaktionsgleichung betrachten. Dieser Pfeil heißt ist gleich. Jetzt ist aber links und rechts nicht gleich. Jetzt fangt ihr am besten grundsätzlich auf der rechten Seite an und sagt, wir schreiben jetzt hier einfach eine 2 davor, denn auf der linken Seite habe ich ja 2 Chlore. Wenn ich diese 2 davor schreibe, bedeutet das, ich multipliziere diesen gesamten Term NaCl. Den multipliziere ich, ich lasse jetzt diese roten Anmerkungen da stehen, die werden sonst nicht gemacht. Demzufolge muss ich korrekterweise auch diese 2 so machen. Also, jetzt schreibe ich einfach die 2 davor und sage Cl. Hat sich erledigt. Jetzt gilt das aber für alles. Also muss ich hier noch eine 2 vor das Natrium schreiben und habe die Sache ausgeglichen. Wir nehmen ein anderes Beispiel. Wir nehmen Natrium und lassen das mal mit Sauerstoff reagieren. Mit O2. Jetzt müssen wir gucken. Natrium ist wieder einwertig. Ne? Es fehlt, also einwertig. Und Sauerstoff steht in der sechsten Hauptgruppe und ist zweiwertig. Dem fehlen 2 Elektronen. Sauerstoff ist bestrebt, 2 Elektronen zu bekommen. Demzufolge, wenn wir uns das jetzt im Modell angucken, sagt Sauerstoff, du, wenn ich hier bloß 6 Elektronen habe, Natrium 1 Atom, komm mal rüber und Natrium noch einer, du gibst mir einen ab und du gibst mir einen ab und dann sieht das Gebilde eben so aus.
Das heißt also, da rennt so eine Maus mit riesengroßen Ohren rum. Sauerstoff hat sich, jedes Sauerstoffatom hat sich zwei Natriumatome geschnappt. Die beiden freuen sich wieder, der Elektronen wegen, und Sauerstoff freut sich, weil es endlich 8 Elektronen hat. Das sieht dann so aus, Na2, oh, verrückt, ne? Na2O, jetzt habe ich ein ganz anderes Problem, das muss ich erst gucken und muss sagen, ach, hier habe ich Na2. Wenn ich jetzt hier eine 2 davor schreibe, müsste es gehen. Jetzt gibt es zwei Wege. Mal eine Frage, kleinen Moment. Jetzt hatte ich eine Frage. Und zwar, ich hatte gefragt, ob man hier auch ein Halb davor schreiben kann. Das ist ein bisschen modernere Variante. Nein, das geht nicht. Also, wenn es nicht gefordert ist, gehen wir den alten Weg. Jetzt gucken wir und sagen, wir fangen mal rechts an. Ich habe hier O2. Da muss ich hier insgesamt wieder, ich mache mal ein helleres Blau, damit es besser auffällt, muss ich hier eine 2 davor schreiben. Jetzt gucke ich auf die linke Seite, sage ich erst rechts und links vergleichen. Hier habe ich 2 O's, hier habe ich 2 O's. Zweimal den gesamten Ausdruck. Ach du lieber Gott. Jetzt habe ich aber die chemische Verbindung erfordert, Na2O. So muss ich es erst hinschreiben. Jetzt habe ich hier aber Na2 mal 2. Das heißt, ich habe 4 Natriumatome. Also schreibe ich hier eine 4 davor. Soll ich kurz anhalten, dass wir das nochmal klären? Gibt es da Fragen? Nochmal kurz anhalten, kleinen Moment. Wenn wir uns jetzt Kohlenstoff angucken, Kohlenstoff steht in der vierten Hauptgruppe. Kohlenstoff sagt, ach, naja, also wenn ich 4 Elektronen abgebe, habe ich auf meiner äußeren Schale 8 Außenelektronen. Wenn ich 4 aufnehme, habe ich auch 8. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Sagt sich Kohlenstoff. Wir nehmen mal Kohlenstoff und verbrennen Kohlenstoff, olle Kohle, ganz einfach olle Kohle. Ach nee, Moment. Wir verbrennen olle Kohle. C, Kohlenstoff mit Sauerstoff zusammen. Jetzt gibt es eine Möglichkeit. Kohlenstoff ist so ein ganz komischer Vogel. Kohlenstoff sagt, naja, wenn alles gut klappt und ich genug Sauerstoff da habe, dann kann ich durchaus sagen, ich. Du sag mal, Sauerstoff, wie war das bei dir? Was brauchst du? Ja, ich brauche 2 Elektronen, dann bin ich zufrieden. Ja, er sagt Kohlenstoff, du, ich habe aber 4. Und jetzt passiert der umgekehrte Fall wie Natrium und Sauerstoff. Jetzt sagt Sauerstoff, na und? Macht er nichts. Ich hole mal meinen Kumpel, den anderen Sauerstoff, und wir bilden mal folgendes Molekül. Du als Kohlenstoff schnappst dir 2 von uns, 2 O's. Denn du brauchst 4, du willst 4 Elektronen abgeben, ich brauche 2 und mein Kumpel, der andere Sauerstoff, braucht auch 2. So sieht das Ding dann aus. Das heißt also, wenn ich 2 O's habe, schreibe ich an das O eine 2. Das wäre Kohlendioxid. Kohlenstoff und 2 mal oxidiert. Die. Wenn eine 3 da stünde, wäre es Tri und so weiter und so fort. Jetzt kann es aber auch passieren, dass sich andere Sachen bilden. Jetzt gucken wir aber erstmal nach, es geht ja ums Ausgleichen. Wir gucken und sagen, sag mal, stimmt das? Hier habe ich C, C stimmt, O2, O2 stimmt. Ich muss hier gar nichts hinschreiben. Ich schreibe hier keine Einsen, kein Nichts hin. Ne? Also das muss ich nicht machen. Dann müsste ich es ja überall hinschreiben. Einsen lässt der Chemiker weg. Ich verweise hier oben auf dieses Beispiel. Also keine Einsen schreiben. Die Gleichung lasse ich so stehen. Bevor ich zu den Sonderfällen von Kohlenstoff komme, nochmal ein anderes Beispiel. Aluminium kommt daher geflattert. Aluminium ist ja ein Metall, das liegt ja rum. Und Sauerstoff kommt dazu, durch die Luft geflattert und sagt, Aluminium, wie sieht's denn aus? Hast du Elektronen übrig? Wir gucken nach, in der Hauptgruppe 3 steht Aluminium. Aluminium ist also dreiwertig. Das bedeutet, Aluminium hat 3 Elektronen zu viel. Die auf der linkeren Seite, also der Hauptgruppenvarianten stehen, die haben immer Elektronen zu viel und die rechten, die haben Elektronen zu wenig. Sauerstoff ist zweiwertig. Ich erinnere nochmal, ne? Das braucht 2 Elektronen. Ja, jetzt müssen wir überlegen. Jetzt sagt also Aluminium, wenn ich als Aluminium ein Elektron abgebe und noch eins und noch eins und hier so ein Sauerstoff daher geflattert kommt und sagt, ich brauche aber 2, dann wird er sich wahrscheinlich auch dieses schnappen. Also dieses hier unten wird sich wahrscheinlich auch mit hier eingliedern.
Jetzt sieht's aber blöd aus. Ich hab jetzt bloß noch eins. Wenn jetzt viele Sauerstoffe hier rumschwirren, ja, dann werden die sich hier rumkloppen. Wie machen wir denn das? Ich kenne einen, dem geht's gerade genauso. Der hat nämlich auch gerade eben an einen anderen Sauerstoff zwei Elektronen abgegeben. Der hat auch noch einen übrig. Ach so, ja. Weißt du was, sagt der nächste Sauerstoff, ist doch mir egal, ob ich die zwei direkt von einem kriege oder die zwei von zwei verschiedenen Atomen kriege, ich schnapp mir die auch noch. Das heißt, ich habe folgende Konstellation. Wie viele Aluminiume habe ich? Zwei. Al2 schreibt man. Wie viele Sauerstoffe habe ich in diesem Molekül? Drei. Also schreibe ich Al2O3. Habe ich das ausreichend erklärt? Ich gucke, sage, Sauerstoff ist zweiwertig und Aluminium ist dreiwertig. Jetzt mal ein Tipp. Dann kann ich das im Allgemeinen so machen, dass ich sage, Sauerstoff ist zweiwertig. Da schnappe ich mir die 3 und schreibe die Dreiwertigkeit vom Aluminium hier rüber und die Zweiwertigkeit da unten hin. Wenn das klappt und wenn diese Vorstellung hier klappt mit dem Molekül, dann kann ich das durchaus machen. Jetzt muss ich ausgleichen. Jetzt sage ich, ach je, naja, fangen wir mal mit dem Aluminium an. Wie viel habe ich hier? 2. Wenn ich hier eine 2 davor schreibe, wäre die Sache fast gut. Aber jetzt habe ich hier ein Problem. Da muss ich was anderes vorschreiben. Nee. Oder? Ach doch, ich schreibe es mal hin. Jetzt stimmen die Aluminiume. Aluminium, hier ist es zweimal, hier ist es zweimal auf der linken Seite. Was mache ich nur hiermit? Ich darf hier nicht einen halb hinschreiben. Wenn ich aber hier eine 2 hinschreibe, dann hätte ich 2 mal 3, Sauerstoff sind 6. Dann könnte ich hier eine 3 hinschreiben. 3 mal 2 sind auch 6. Aber jetzt stimmt diese 2 hier nicht mehr. Denn wie viel Aluminium habe ich auf der rechten Seite? 4. Also schreibe ich hier eine 4 hin. Ich hatte zwar vorhin den Tipp gegeben, immer mit den Atomen anzufangen auf der rechten Seite, die am wenigsten vorkommen, aber das ist nicht immer günstig. Am leichtesten ist, wenn man nach dem Sauerstoff guckt, wenn Sauerstoff dabei ist. Denn der tritt ja molekülartig auf und wird dann durchaus mit anderen Zahlen auf der rechten Seite vertreten sein, mit anderen Worten. Ich gucke einfach und sage, naja, nützt nichts. Ich fange auf dieser Seite an, auf der rechten, und gucke und sage, 3 ist eine krumme Zahl, hier drüben steht eine 2, 2 mal 3 ist 6, 3 mal 2 ist 6. Und kümmere mich dann erst um das, was da vorne steht, um in diesem Fall Aluminium. Anderes Beispiel. Wir nehmen mal Stickstoff. Stickstoff steht in der fünften Hauptgruppe. Und wir lassen das mit Sauerstoff reagieren. Fünfte Hauptgruppe heißt, Stickstoff hätte gerne noch irgendwie 3 Elektronen. Sauerstoff sagt, du, mir fehlen auch 2. Sauerstoff ist aber von der Ordnungszahl her gewichtiger, hat also mehr zu bieten und sagt, pass mal auf, gib mal her deinen Mist. Das heißt, Stickstoff ist leichter, hat weniger Protonen, weniger Elektronen. Dann sagt Stickstoff, naja, eigentlich mache ich das nicht gerne, aber ich könnte durchaus mir vorstellen, alle 5 Außenelektronen abzugeben. Stellen wir uns diesen komplizierten Fall mal vor. Sowas geht auch mit Phosphor oder mit Arsen. Und das sind jetzt ganz verrückte Konstellationen. Mit Schwefel geht das auch, können wir gerne noch klären. Dann passiert das so. Dann sagt er, naja, okay, dann bin ich eben mal 5-wertig. Ist zwar ungewöhnlich für mich, aber ich mache das. Dir zum Gefallen, Sauerstoff. Sauerstoff bleibt zweiwertig. Na, was wird hier rauskommen? Das heißt also, so wie hier über Kreuz multipliziert, sagen wir einfach, dann müsste es N5, übernehme ich hier rüber, 2O5 bilden. Das ist jetzt Quatsch, was ich mache. Ich weiß es, aber wir möchten das nur zum Ausgleichen ausprobieren. Das ist jetzt wirklich eine der verrücktesten Geschichten. N2O5, wie gleiche ich das aus? Ich gucke zuerst nach dem Sauerstoff und sage, hier habe ich 5. Wenn ich nur gradzahlig erweitern darf, schreibe ich hier sicherheitshalber mal eine 2 davor. 2 mal 5 ist 10, dann muss ich hier eine 5 davor schreiben. 5 mal 2 ist auch 10. 2 mal 2 ist 4, dann schreibe ich hier wieder eine 4 vor. Zum Üben zu Hause könnt ihr die verrücktesten Sachen, ich rate aber aus der linken Seite des Periodensystems und aus der rechten Seite, euch Elemente zu schnappen, also das zu üben mit meinetwegen Kalium, Calcium bis Aluminium, meinetwegen auch bis Kohlenstoff, aber
sagen wir, die aus der vierten Hauptgruppe würde ich an eurer Stelle noch nicht nehmen. Und alle verschiedenen Kombinationen einfach auszuprobieren. Ich mache das mal, obwohl das Quatsch ist, jetzt mal mit folgenden Elementen. Ich gucke einfach und tippe und sage Magnesium. Magnesium lasse ich mit Schwefel reagieren. Daraus wird Magnesiumsulfid. Also Magnesiumsulfid, Sulfur der Schwefel. Ich gucke, der Schwefel ist in der sechsten Hauptgruppe, ist also zweiwertig. Ne, dem fehlen noch zwei. Und Magnesium ist auch zweiwertig in der zweiten Hauptgruppe. Was passiert? Muss ich was tun? Muss ich was tun? Nichts, kann ich so stehen lassen. Gut, nehmen wir das zweiwertige Magnesium und lassen es reagieren mit Chlor. Was muss ich tun? Ich schreibe erstmal Mg und Cl hin. Muss jetzt aber wissen, Chlor ist nur einwertig. Magnesium ist zweiwertig. Ich gucke und sage, was muss ich hier hinschreiben? Was muss ich hinschreiben? Ich mache mal kurz Pause. Wenn man diese Verbindung nicht kombinieren kann, macht man sich nochmal eine Skizze und sagt, Magnesium hat zwei, Chlor braucht eins. Magnesium sagt, komm mal her, Chlor, hier willst du haben? Ja, der eine Chlor-Kumpel ist zufrieden. Jetzt holt er seinen anderen Kumpel und pfeift laut und dann sagt er, pass mal auf, hier ist noch einer, der heißt Magnesium, der hat noch eins übrig. Also, wie muss ich das jetzt schreiben? Mg ist einmal vorhanden, nichts. Und Cl? Ich sehe es schon, zwei. Gut. Jetzt muss ich ausgleichen. Aber, was wir vielleicht vergessen haben, Chlor schwirrt gerne als Molekül durch die Gegend. Also, rechts und links vergleichen, ich kann es lassen. Noch ein Beispiel. Aluminium. Und Aluminium lasse ich mit, nehmen wir Fluor reagieren. Fluor lasse ich jetzt mal so stehen. Aluminium hat drei zu viel. Dreiwertig. Fluor ist einwertig, braucht eins, kommt aus der siebten. Was passiert? Al und F hinschreiben. So, und jetzt überlegen. Aluminium hat drei. Demzufolge werden sich wie viele Fluoratome anlagern? Aufhören. Aluminium hat drei Elektronen so viel. Wie viel Fluoratome? Ja? Zeig mal. Ja klar, genau, drei. Richtig. Jetzt muss ich ausgleichen. Jetzt sage ich, Moment, rechte Seite, hier habe ich drei Stück. Okay, schreibe ich hier eine 3 davor. Hat sich jetzt hier was geändert? Ne? Nix. Rechts und links stimmt. Das geht die ganze Zeit so durch. So, ich höre mal auf.